Hast du schon wieder was entdeckt, Knüdi? Ja. Damit habe ich gerade den Horchi geknipst. Map. Den da oben Horchi. Auf der Pixie-Stange. Oder besser gesagt, auf der ehemaligen Pixie-Stange. Willst du hin, Wolltest du noch mal sagen, ist doch deine Stange? Ja, wo bist du? Da bist du. Ja, da war mal deine Stange. Aber du kannst da immer noch rauf. Zu dritt würde dir da bestimmt klasse aussehen. Der Pixie jetzt ein bisschen verwirrt. Ja? Ein klitzebisschen. Tja, Pix, so kann's gehen. Oh Mann. Ja, kann ich mal deine Stimme ein bisschen haben? So. Wo ist denn die Taubenfraktion? Da. Du musst dir anziehen. Dein Stuhl, dein Fensterbrett, dein Ast. Hier. Was meint ihr? Turnt die Katze hier auch nochmal irgendwann mit rum? Das wäre doch ein lustiges Quartett. Was sagst du, Pix? Hm? Du hättest bestimmt Lust dazu. Ja, glaube ich schon. Pix, Pix, Pix. Du musst ja der Kathi immer schön erzählen, wie es hier drüben ist. Du musst ja sagen, da ist noch ein anderes Zimmer. Und da kann man noch ganz viele Sachen machen. Und die Kathi soll mal schnell wieder neue Flügelfedern kriegen. Und dann damit rüber. Das wäre doch schön. Dann sind die vier Großen hier. Dann könnt ihr hier Party machen. Und die Spatzkis können drüben Party machen. Bist du schon ganz aufgeregt? Ja, freust du dich schon? Auch mal wieder auf deinen Stuhl da. Matsche Pampe. So, geh mal gucken. Da kannst du wieder raufgehen, ja. Überleg, überleg. Auf hier. Na komm, leg sie Füße auf. Jawohl. Na komm. Ja, prima. So, Füße auf. Riech nach Tauben. Traust dich nicht? Oder komm mal her, magst du gleich mal auf deinen Ast. Los. Komm, ein bisschen mit dem Horchi schaukeln. Der Pixie ist verwirrt. Du lustig. Knödi. Knödi, Spielkind. Kannst du die Schleife da dran lassen, bitte? Die ist für mich. Ja. Zwecks besser ab und ran machen, weißt du. Spielkind. Der Knie ist ein bisschen wie du, Pixie. Ja. Der findet auch alles zum Zotteln und zum Spielen. Wollen wir mal einen Wettbewerb machen? Mal zwei gleiche Sachen und wer es zuerst schafft, können wir ja mal überlegen. Wenn du gewinnst, kriegst du eine Mark.
Und wenn der Knödi gewinnt, kriegt er Erdnüsse. Ja. Miep. Ich denk mir mal was aus.